Hallo, ich bin der Kurt vom Starclub Stammtisch und habe jetzt vor mir hier Ginger. Aber am besten, ihr stellt euch selber vor. Wir fangen an mit Ginger. Hi, ich bin Ginger Wade, ich bin die Bassistin und auch ein Sängerin bei der Band. Und ja, ich bin Christian, ich bin der Sänger von der Band Roy Bruhn Combo. Und ich bin Vanessa und ich bin die Multi-Instrumentalistin. Instrumentalistin. Jetzt die Frage, seit wann kennt ihr euch? Oh, ich habe Christian kennengelernt in Wandern. Das war 2015, schätze ich. 2014 sogar vielleicht. Ja. 5 Jahre ungefähr, ja. Ich hatte gespielt mit unserem damaligen Saxophonist zusammen in einer Band. Und er hat einen Tag gesagt, komm vorbei zu dieser Bandprobe am Mittwochmorgen. Ich habe gesagt, was für ein Band spielt, probt am Mittwochmorgen. Und die Antwort ist, die Roy Bruhn Combo. Ja, und nicht nur das. Also wir haben auch regelmäßig, jahrelang immer Kuchen und Kekse gebacken zu den Bandproben. Das ist ein besonderes Charakteristikum. We're in a Cookie Band. Ich habe das letzte Mal Wassermelonen mitgebracht und das ist gar nicht gut angekommen. Nicht genug Süßstoffe. Welche Art Musik macht ihr? Ja, wir machen einen Mix aus Blues, Rock, Jazz und Singer-Songwriter-Sachen, deutsche und englische Texte. Und Schlager. Und Schlager? Ja, ja, Schlager ist es auch ein bisschen, ja. Subversiver Schlager. Subversiver Schlager. Okay, ich mach mal ein, wenn ihr irgendwelche Fragen nicht beantworten wollt, sagt einfach nur Dankeschön und dann nehmen wir die nächste. Ich bin nicht traurig, das Publikum ist nicht traurig, nur... Wenn ihr erzählen wollt, ist okay. Und was die nicht wissen sollen, ist auch okay. Ich werde jetzt mal nach dem Alter fragen, wenn ihr einverstanden seid. Wir fangen bei Christian an, höflicherweise. Ja, ich bin der Zweitälteste, ich bin 52. Spät 40. 47. Nein? 46. Entschuldigung. Ich weiß es gar nicht mehr. Und der Drummer ist noch 1 oder 2 Jahre älter als ich. Der ist aber jetzt gerade nicht da, weil er verhindert ist. Er hat sein Portemonnaie verloren, leider. Aber ich glaube, er hat es wiedergefunden. Vielleicht steht er an irgendeiner Station und sammelt. Fahrgeld. Ja, das kann bei Klaus auch immer sein. Gut, jetzt haben wir über die Musik gesprochen. Jetzt hört man am Slang, dass ihr nicht gerade aus Hamburg kommt. Doch, ich komme aus Hamburg. Oh, ich komme aus Brooklyn, New York. Brooklyn, New York? Ich komme aus Pinneberg. Ja. Aber ich bin in den USA, in Minneapolis aufgewachsen. So, was gibt es jetzt Interessantes über euch zu berichten? Ich meine, ich könnte jetzt irgendwelche sinnlosen Fragen stellen, aber ich möchte lieber, dass ihr erzählt. Das ist für mich ein bisschen leichter und ihr erzählt genau das, was das Publikum wissen sollte, wissen kann, wissen darf. Ja, also wir sind, alles klar, ja gut, also wir sind eine Band, die relativ ungewöhnliche Texte hat, die man sich ein paar Mal auch anhören kann. Unterschiedliche Musikstile. Wir sind mittlerweile auch auf einem Feminismus-Train raufgesprungen. Auch Ginger spielt ihre Songs in der Band und wir wechseln dann die Instrumente und wir haben jetzt nicht dieses eine Ding, er ist der Superstar und alle anderen machen das, was er sagt, sondern wir versuchen, die Songs zusammen zu entwickeln. Und das ist auf jeden Fall einer der wichtigen Aspekte. Ansonsten treffen wir uns einmal in der Woche und versuchen immer wieder Auftritte zu haben, weil das ist das Wichtigste, dass man Auftritte hat. Ihr habt eben gesprochen über Singer-Songwriter. Wer schreibt und wer komponiert? Normalerweise ist es so, dass Christian bringt ungefähr fertige Stücke rein und dann wir entwickeln den weiter. Er schreibt die Texte, wenn die auf Deutsch sind, wenn die auf Englisch sind, dann manchmal wir machen das ein bisschen zusammen, aber er hat hauptsächlich die Ideen. Für die Stücke, das ich singe, ich habe auch den Texte in Englisch geschrieben und dann normalerweise ein Skizze von was ich haben will und dann entwickeln wir das weiter zusammen. Gibt es schon fertige CDs von euch? Habt ihr schon Programme, also fertige CDs, die man käuflich erwerben kann? Ja, wir haben eine CD hergestellt aus den Sessions, die wir mit unserem verstorbenen Saxophonisten Rolf Hifnitzka 2015 und 2016 gemacht haben. Da haben wir jeweils an einem Tag
ungefähr 22 Lieder aufgenommen und davon sind auch die meisten auf die CD gekommen und die kann man käuflich erwerben, entweder bei uns unter www.roybruncombo.de oder bei Michelin Records. Welche Fragen habe ich noch nicht gestellt, wo ihr die gerne beantworten würdet? Ach so. Die CD heißt Drei, weil sie an drei Tagen aufgenommen wurde und das Schöne an ihr ist, dass es einen Live-Charakter hat. Also es hat so eine, es hat eine, ein Timbre von einem Live-Charakter. Man merkt, dass die Sachen direkt eingespielt sind und es gibt nur zwei Songs, die overdubbed wurden. Also man merkt sozusagen praktisch, dass die Art und Weise sehr old-fashioned ist, wie wir es aufgenommen haben. Das ist ganz schön. Ginger? Ich würde sagen, dass was mir immer freut mit Roy Brunkhammer zu spielen, ist, die Lieder sind sehr wechselreich und manchmal ein bisschen schräg. Und das gefällt mir total. Und das auch für mich als Bassistin, das ist manchmal eine Herausforderung, aber das ist gut so. Und ja, es ist irgendwie entwickelt, dass wir sind. Wir gehen auch manchmal ins Punkige rein. Ja, genau, das ist wichtig. Und ja. Was versteht ihr unter abwechslungsreich, schräg? Was versteht ihr da? Die Texte sind, ich finde, manchmal, dass man muss wirklich nachdenken. Okay, ja, das ist irgendwie nicht nur la la la, I love you, na, die sind mehr, soll ein bisschen mehr provozierend sein. Und dass die Musik ist, ist manchmal Bossa Nova oder Jazz und dann zum Punkrock und doch zum, na, ein paar Stücke, die sind doch zwei Akkord sind und die sind auch Spaß zu spielen und ja, das bringt mir Spaß mit dieser Kombo zu spielen. Gut, dann haben wir jetzt, wenn das immer schön noch was sagen. Ja, ich bin die Multi-Instrumentalistin, genau, das habe ich schon mal gesagt. Und ich wollte nur dazu sagen, dass also Ginger und Chris, ne, die schreiben ihre Lieder mit die Texte und die Akkorden und dann versuche ich, manchmal haben sie Parts für mich und öfter muss ich selber was improvisieren und das ist auch viel, ne, das machen wir in die Probe. Und Arrangements, genau. Ja, ich mache meistens die eigene Arrangements, aber ab und zu mit Suggestions, ne, Vorschläge, ne, oder bitte mach das so und dann mache ich das so. Ne. Ja, aber ist okay. Beides, wenn man ein bisschen von beides hat, ist es super. Und ich habe diese Band zuerst in den Schrebergarten gesehen, bei mir um die Ecke. Genau, letztes Jahr. Letztes Jahr, sie ist seit 2018 dabei. Genau. Und normalerweise, ne, also komme ich irgendwie in Bands und diese Band habe ich extra nachgefragt, weil ich fand sie so toll und die Texte hatten mich sofort angesprochen. Deutsche oder die Englischen? Beides. Ja. Ja, also ich fand die Lieder super und dann, die haben zu zweit da gespielt und das ist kurz nachdem Ralph gestorben ist, ne, oder? Ein halbes Jahr ungefähr. Genau, und ich konnte mich da visualisieren, wie ich da mit denen spiele. Und ich kannte auch Klaus, da arbeiten wir zusammen als Musikpädagogin in einer Grundschule in die Nähe. Und genau, seitdem übe ich mit denen und wir haben ganz viele Auftritte und das ist ein super Projekt und ich bin ganz stolz, dass ich mit denen spielen darf. Die sind super, die beiden. Ne? Danke, danke. Jetzt haben wir eben das Du auch, ist wahrscheinlich untergegangen, weil Christian immer so ein bisschen leise spricht oder das Mikrofon ist immer so ein bisschen, aber... Das Tolle an Vanessa ist, dass sie halt so viele Instrumente spielt und dadurch total unterschiedliche Farben bringen kann. Akkordeon, Querflöte, Saxophon, Oboe, das sind einfach völlig unterschiedliche Sachen. Und es ist ihre große Stärke, dass sie diese Instrumente spielen kann. Ich spiele Gitarre und ein bisschen Ukulele und singe ein bisschen. Ginger spielt Bass. Dann haben wir noch Klaus, der eben ja, Cajon oder Schlagzeug spielt. Und das Ganze ist halt so ein naja, ganz schöner, satter ernste Unterhaltungssound, den wir da haben. Ja, genau. Ein bisschen swingig ist es auch manchmal. Ach, egal.
Ja, und wir alle gerne singen und das hat sich irgendwie entwickelt zu das wirklich, wir haben viele Stücke, die haben dreistimmige oder vierstimmige Harmonien dazu und das macht das, ja, ich finde Wir sprechen jetzt über die 48 Stunden, über die heute hier sind, 48 Stunden Wilhelmsburg. Wir müssen das Interview sehr kurz machen, weil ich die Band vor dem Aufbau einfach rausgerissen habe. Und Christian guckt mich so an und nicht böse, nein, dass ich euch so rausgezogen habe. Aber ich hoffe, es hat alles so geklappt, wie wir es eben vorgestellt haben. Sprechen wir einmal ganz kurz über 48 Stunden. Wie seid ihr hierher gekommen nach Hamburg-Wilhelmsburg? Ja, wir haben hier für 2 Jahre gespielt, weil unser gestorbener Saxophonist Rolf Pitnitzke hat hier in hatten wir bei dem Festival teilgenommen, weil er war ein Teil des, Orga, ja, und hat uns total gefallen. Und dann letztes Jahr, wir waren ein bisschen, von seinem Tod auseinander. Haben die Bewerbung seit verpasst, aber jetzt sind wir wieder vorbei und freuen uns. Die Art Lieder ist wieder, wie ihr sie spielt, ein bisschen Swing, ein bisschen Punk, ein bisschen Rock, ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch? Genau, das ist unser Stil. Wir singen Deutsch und Englisch, manchmal auch in einem Song 2 Sprachen. Oh, das habe ich aber wirklich selten gehört, dass das jetzt ist. Ich meine, das machen theoretisch nur große Stars, dass die sich das leisten können, sag ich mal einfach mal. Mal auf Deutsch, mal auf Englisch oder Französisch irgendwo einzustreuen. Und ihr macht das, für euch ist das gang und gäbe? Naja, also es ist einfach so, man kann nach diesem Spruch von Woody Allen das sagen, wir sind klein genug, um mit unseren Problemen selber zurechtzukommen. Sehr guter Spruch, sehr guter Spruch. Vanessa macht alles an Musik, hätte ich mal gesagt, spielt viele Musikinstrumente. Wenn du einmal ganz kurz erklären könntest, welche? Ich spiele Querflöte, Oboe, Saxophon und Akkordeon. Ginger spielt Bassgitarre? Ja, ich bin die Bassistin und auch 2. Stimme. Ja, ich bin Christian und ich singe und spiele Gitarre. Und zu dem Spruch von Woody Allen muss man natürlich sagen, das kann man nur auf das Persönliche beziehen, auf das, was die Umwelt betrifft, kommen wir mit unseren Problemen nicht alleine zurecht. Da sind wir immer Teil von einem Ganzen. Ja. Ich glaube, wir haben ganz kurz abgerissen, was wir hier machen können. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu lange aufgehalten vor dem Aufbau. Und ja, wenn wir noch was haben, vielleicht kriegt die Band beim nächsten Mal, dann machen wir ein anderes Interview, ein neues Interview. Und alle Fragen, die wir jetzt nicht gestellt haben. Wir vermissen natürlich alle gerade jetzt noch unseren Drummer Klaus, der bestimmt jetzt noch versucht, hierher zu kommen. Der bestimmt aber auch gleich kommen muss. Aber es ist jetzt 9:10. In 10 Minuten soll unser Soundcheck sein. Also es wird Zeit. Aber wir sind das eigentlich auch gewohnt, dass es immer mal wieder zu Unwägbarkeiten kommt. Das ist auch das Schöne. Gut, dann sage ich jetzt Dankeschön und wir sehen uns gleich drin beim Auftritt. Dankeschön. Danke.